Hallo Freunde und willkommen zu einer Runde angetrunken. Das ist das zweite Mal, dass wir das Ganze machen. Wir haben uns das Ganze wieder auf Urban Drinks zusammengestellt. Ich weiß nicht, was drin ist. Wir haben das Ding selber bezahlt. Kai hat das zusammengestellt und Bode wird sich schon freuen, weil er heute saufen muss und nicht fressen darf. Ich bin gespannt. Das erste kam mir ganz gut an. Ich erinnere mich so an das Gurkenwasser und an dieses Kohlewasser. Ich hoffe, diesmal ist was Besseres drin. Und dann wollen wir mal das irgendwie so hinstellen, dass ich auch rankomme und ihr nicht gleich alles seht. Ich habe da eine Idee. Heute nehmen wir mal das hier. Jetzt können wir da auch reingucken. Also ich zumindest. Und das lassen wir jetzt einfach stehen. So, ich würde sagen, wir fangen wieder oben links an. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Ist alles auch ziemlich sicher verpackt. Hier überall so ein Styroporkügelchen drin. Die Flaschen sind einzeln eingepackt hier in so eine Pappe. Das sieht gut aus. Und dann haben wir hier was zu trinken. Kurkumis. The Sophisticated Lavender. Okay, das wird wohl Lavendel dann sein. Ja, was so ein richtiger Flaschenöffner und so weiter. Ich wollte gerade was sagen, aber das trifft nicht auf mich zu. Was so ein richtiger Alkoholiker ist, der hat einen Schlüsselöffner, einen Flaschenöffner am Schlüsselbund. Es trifft nicht zu. Prost. Und wir können das natürlich auch mal ein bisschen anders machen. Wir kippen das hier mal. Na gut, das ändert jetzt an der Farbe auch nichts. Erinnert natürlich jetzt ein bisschen an Gin Tonic, nur dass das Lavendel ganz, ganz fein ist. Deutschlands erstes Erfrischungsgetränk mit auf Lavendelbasis. Also ist mit Sprudel, aber hat nur einen ganz, ganz leichten Geschmack. Ja, gut, soll erfrischend sein. Ich denke, wenn das richtig gekühlt ist und im Sommer das so schön warm ist, dann geht das schon. Gehen wir mal hier weiter. Goldberg, Japanese Yuzu Tonic bei Jimmy Barrett oder so, keine Ahnung. Okay, das ist auch eine weiße Flasche, ein weißes Getränk, das können wir wohl lassen oder durchsichtig. Hm? Ja, definitiv Tonic, aber eher auch zurückhaltend in der Note. Natürlich dann auch wieder, zieht es dann durch die Zitronensäure, die so mit drin ist. Das ganze Wasser im Mund müssen wir zusammen. Trinke ich schon gerne, aber nicht, wenn ich Durst habe. Weil davon kriegt man gefühlt immer mehr Durst, weil man denkt, man hat gerade was getrunken, aber irgendwie durch die Zitronensäure, Zitrussäure, die drin ist, zieht sich das alles im Mund wieder zusammen. Also müsste ich danach irgendwie noch ein Glas Wasser trinken. Macht ja irgendwie keinen Sinn. Dann haben wir hier was Großes. Oh, Gola, Angola. Sherry Cola, Crafted Botanical Cherry Flavor Drink, exquisitely crafted. Fentimans. Mal den mal schrauben. Seit 1905. Mmh. Also man riecht, dass es Cola ist, aber es hat irgendwie gleich noch eine sehr süße Note irgendwie mit drin. Dieser mal, der schmeckt jetzt nicht so direkt nach Kirsche, eher so ein bisschen nach Aroma. Wird man wahrscheinlich fermentierte Ingwerwurzel, ist auch drin, okay. Dann mag das vielleicht so ein bisschen sein. Das gefällt mir, das ist schon mal gut. Ingwer ist ja sowieso was ganz, ganz gern getrunkenes von mir. Ingwerbier. Ich hoffe, da ist kein Alkohol drin. Alkoholfrei, glutenfrei. Na siehste, geht doch. So. Mmh, Ingwer. Da nehmen wir jetzt nochmal das Glas. Dann können wir mal gucken, wie das aussieht. Das ist gelb. Naja, sieht jetzt irgendwie nicht so appetitlich aus. Jetzt weiß ich, warum sie es in der braunen Flasche drin haben. Aber die Flasche sieht irgendwie auch ganz geil aus. So.
Das fällt mir gerade ein bisschen schwer zu beschreiben. Also süßlich, Ingwer im Abgang auf jeden Fall. Da merkt man, dass das in so einem Mund das die Schärfe so ein bisschen breit macht. Ansonsten ein bisschen Sprudel drin. Ja, Ingwer, da muss man ja drauf stehen. Ich mag das ja, ich esse den ja nach dem Sushi essen. Gestern gab es übrigens Sushi. Nach dem Sushi, wenn da noch ein bisschen Ingwer über ist, dann futter ich den auch blank rein. Also da mache ich nichts drauf oder nicht auf der Sushi drauf. Das ist mit Ingwer, das ist wirklich sehr, sehr speziell. Das mag halt eben nicht jeder. Ich mag das, weil es halt immer so eine gewisse Schärfe hat. Ja, aber es ist auch echt eine fette Bottle. Dann gehen wir hier weiter. Oh, die ist ja süß. Hibiskus Tonic. Jetzt bin ich ja gespannt. Tonic, ja, Hibiskus. Seine Blume. Oh, ich habe jetzt schon Wasser im Luftbauch. Auf jeden Fall bitter irgendwie. Und dann schmeckt das eher so wie ausgelatschter Kaugummi oder so. Also keine Ahnung, Hibiskus ist wahrscheinlich bitter. Und so schmeckt das irgendwie auch. Ganz toll. Habt euch was ganz Feines ausgedacht. Ich nehme mal das hier, das sieht interessanter aus. Lemon Shandy. Da ist nicht mehr als 0,5% Alkohol pro Volumen drin. Oh, das ist ja toll. Okay, das sagt mir auch überhaupt nichts. Das riecht auch schon sehr fragwürdig. Gucken wir mal, wie es aussieht. Das sieht nach Apfelsaft aus oder so. Irgendwie war Malzgeschmack mit bei. Aber von Zitrone, wie das der Name so sagt, der schmeckt irgendwie so ein bisschen wie so ein Malzbier. Aber irgendwie halt nicht so süß. Na, der Nachgeschmack ist auch sehr, ich sag's mal, bierlastig. Ich mag den Biergeschmack nämlich nicht. So, alkoholfreies Malzgetränk mit Zitronensaft. Alkoholfreies Malzgetränk mit Zitronensaft. Wasser, Kohlensäure, Gerstenmalz, Zuckerhopfen. Also wer so ein bisschen diesen Biergeschmack mag, aber kein Bier trinken will, aber eben auch so gerne Fan von Malz ist, ich glaube, für den wäre das was. Wenn man aber kein Bier mag, ja, das ist schon schwierig. Boah, alter Schwede. Ah, na jetzt kommt endlich mal was Richtiges. Cold Brew Coffee Lemonade. Kalt gebraute Kaffeelimonade. Jetzt bin ich ja gespannt. Das riecht nach Kaffee. Das kippt man doch hier auch mal rein. Okay, von der Farbe sieht es ja genauso aus. Irgendwie ist das auch seltsam. Man achtet bei einem Getränk irgendwie nie auf die Farbe. Ach, das riecht echt gut. Schmeckt aber nicht gut. Also Kaffee ja. Dann noch Zitrone oder Zitrus oder was? Ich muss jetzt mal nachlesen, was drin ist. Wasser, starker Kaffeeaufguss. Wasser, Kaffee, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, flüssiger Kaffeeextrakt, natürliches Aroma. Das ist eine Mischung. Stellt euch mal kalten Kaffee mit Zitrone vor. Schmeckt drin aber ein bisschen wie Marzipan. Es riecht besser, als es schmeckt. Nehmen wir das nächste. Dandelion und Burdock. Okay, das sieht auch schon wieder. Ich will es nicht lesen. Ich mach's einfach mal auf. Schmeckt immer noch ganz komisch nach. Und im ersten Moment riecht das so wie die Ausdünstungsgase von Kleber. Wenn man so beim Modellbau ist, hier so Revell so, und dann es gerade zusammen macht und dann eine Nase von dem Kleber nimmt. So riecht das gerade. Schmeckt aber deutlich besser. Mit Herbalextrakt. Ich würde sagen, das könnte Lakritze oder irgendwas sein. Oder wie so eine Lakritzbonbons irgendwie so in die Richtung. Wasserfermentierter Ingwerwurzelextrakt, Wasser, Glukosesirup, Ingwerwurzel, Birnensaft, Konzentrat, Hefe, Zucker, Glukose, Sirup, Birnensaft. Ach, Birne ist das. Ja, Farbstoff ist uninteressant. Birne. Ja, Birne hat ein, ja, jetzt. Birne hat ja mal, wenn man es nicht weiß, einen extrem
eigenen Geschmack. Das merkt man auch, wenn man Rum oder sowas verkostet und da ist auch irgendwas mit Birne drin. Es schmeckt irgendwie nach allem anderen, aber nicht so, wie man sich Birne vorstellt. Birne schmeckt eigentlich gut, esse ich auch extrem auch gerne, aber als Getränk. Aber das hat was. Das hat was. Aber ich muss sagen, die Flaschen gefallen mir irgendwie. Die sind echt cool gemacht. So, auf zum nächsten. 1724. Meters on the Inca Trail. Ach, Tonicwasser. Okay. Ja, das riecht nach Tonic. Auch hier kippen wir mal ganz kurz was rein. Dürfte auch wieder klar sein. Ja. Sprudel, man hört's. Und das ist gleich ein bisschen süßer. Ja, auch wieder typisch Ingwer. Ginger. Nee, Tonicwasser so rum. Mann. Also auch so eine leicht bittere Note, aber muss man auch mögen. Ja. Weg ist es. So, dann haben wir so Basil. Basil und Lemon. Basilikum. Das hat hier noch, da schwimmen die Stücke noch mit drin rum. Da sieht man das. Jetzt bin ich ja gespannt. Das riecht wie eine, ja, als würde man halt in Basilikum reinbeißen. Könnte auch Hasenfutter sein. Also ist auf jeden Fall erfrischend. Also Basilikum ist ja schon lecker. Mit Basilikum-Zitronengeschmack. Fruchtgehalt 6%. Aber das hat was. Also besser als Gurkenwasser. Dann haben wir hier Fever Tree Smoky Ginger Ale mit Natural Gingers. Der Flaschenöffner ist voll doof. Oh, das riecht schon sehr würzig. Also ein bisschen schärfer. Mhm. Mit natürlichen Ingwer-Aromen. Ja, Raucharoma aus Apfelholz. Das merkt man gerade so zum Schluss dann. Man hat so wenn man es runtergeschluckt hat, ist das nicht sofort weg, sondern das bleibt in der Mundhöhle. Also wie bei so einem guten Rum oder Whisky, da hat man davon auch mal ein bisschen länger was. Aber die Kombination ist jetzt, das passt nicht. Also Ginger Ale hat ja seinen eigenen Geschmack, aber vorweg ist es irgendwie so zu neutral und dann kommt halt eben das Rauchige bei raus. Und das passt irgendwie hier zu dem Getränk nicht, aber es hat was. Ja, muss man halt einfach mal probieren, würde ich sagen. Madagaskar Cola, an Irish Blend of Citrus und Spice. Das klingt ja schon mal interessant. Irish Blend, das ohne Alkohol. Ja, riecht jetzt erstmal nach Cola. Süß, ein bisschen würzig. Könnte auch Kirsche mit drin sein. Zumindest schmeckt es so. Wasser, Zucker, Kohlensäure, natürlich Aromen und natürlich Vanillearoma. Kirsche, Vanille, meine Geschmacksnerven sind wieder extravagant. Dann haben wir Extrakt aus gerösteten Gerstenmalz, Säurungsmittel, Zitronensäure, Aroma, Koffein. Vanille aus Madagaskar. Vanille. Aber vorhin dieses Kirschding. Muss ich nochmal kurz gucken. Ja, das hatte diesen künstlichen Geschmack. Schmeckt jetzt auch nicht wirklich nach Kirsche. Und hier soll es Vanille sein. Hm. Naja, mit ein bisschen Fantasie kommt man da auch drauf. Manchmal ist das gar nicht so leicht zu erraten, was hier drin ist. So. Das ist Etage Nummer 1. So sieht das übrigens von innen aus. Dann haben wir hier drin. Entschuldigung. Bodo. Haben wir Nummer 2 dann hier drin. Schauen wir mal. Windspiel, Sommernachtstraum. Das klingt schon mal sehr interessant. Gut, wir wollen nicht gucken, was drin ist. Wir wollen einfach mal kosten. Orange ist auf jeden Fall mit bei. Tun wir mal gucken tun. So. Bio-Erfrischungsgetränk ist natürlich wichtig. Zitrone mit Holunderblütenextrakt. Aus kontrolliert biologischen Anbau. Zucker, Zitronensaft, Konzentrat, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Holunderblütenextrakt. Holunderblüte. Also Zitrone, Orange, ja. Holunder.
Wie schmeckt ein Holunder? Ich glaube, nein. Kaffeetonic von Thomas Henry. Kaffee. Das kommt auch. Also, es riecht schon mal nach kaltem Kaffee. Das ist schon mal gut. Schmeckt auch nach kaltem Kaffee. Das Tonic verliert da aber so seine Kraft drin, würde ich jetzt sagen. Also, es schmeckt jetzt nicht mehr typisch nach Tonic. Da hat ganz klar der Kaffee die Dominanz. Ja, schmeckt halt auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Also so die Zitrusnote oder irgendwie so ein bisschen, das kommt immer noch mit bei raus. Vom Zitronensaftkonzentrat. Aber ist halt, ja, Kaffee und Zitrone irgendwie, finde ich, passt jetzt nicht so. Oh, die ist aber schick. Schweppes. Seit 1783. Schweppes Premium Mixer. Schöne Flasche. Riecht schon mal süßlich. Ja, ist auch sehr bitter. Also muss Hibiskus irgendwie chininhaltig. Ja, ich glaube, von Hibiskus werde ich kein Fan. Das ist mir so, ja, ein bisschen zu bitter im Geschmack. Kühl und dunkel lagern, mindestens haltbar bis hier Flaschenhals. Naja, dann beiseite. Japanese Tonic Water. Aber die haben tatsächlich sehr, sehr coole Flaschen irgendwie insgesamt. Muss ich sagen, die gefallen mir, die meisten. Schawups. Tonicwasser. Das schmeckt jetzt auch wieder für ein Tonicwasser ein bisschen neutral. Also das hat jetzt hier irgendwie nichts Besonderes. Schmeckt gut, Tonic, ein bisschen zurückhaltend. Ja, auch in Ordnung. Oh, eine Medizinflasche. Das ist ja auch gut. Le Tribut. Tonic Water, Natural Quinine from Loja. Das ist mal eine interessante Flasche. So, auch klar und durchsichtig. Das ist auch wieder ein bisschen süßer. Und schmeckt nach Tonicwasser. Aber das ist noch irgendwas. Irgendwas so mit bei. Nur mal ganz kurz gucken. Kohlensäurehaltiges Wasser, Zucker. Antioxidationsmittel, Zitronensäure, natürliches Aroma, natürliches Chininaroma, Konservierungsstoffe, bla bla bla. Okay, doch nur einfach gehalten. Hm? Okay. Naja, manchmal sagt die Zunge dann doch irgendwas anderes aus. Orange, Blossom and Lavender. Oder Lavendel. Na, jetzt bin ich ja gespannt. Das schmecke ich doch garantiert alles nicht raus. Orangenblüte und Lavendel, müsste das sein, Blossom? Ich glaube ja, ne? Tja, Kohlensäure, Zitronensäure, Zitronensäure. Nee. Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitrus oder Zitronensäure, natürlich Aroma und Chinin. Wasser, Zucker. Das schmeckt jetzt irgendwie halt wie normales Tonicwasser mit so einer ganz leichten Fruchtnote. Aber jetzt auch irgendwie nicht speziell oder besonders gut. Naja, gut. Würzige Orangen-Ginger Ale. Würzig, aber also jetzt ist hier quasi Ingwer- und Orangennote mit drin. Und das Ganze nochmal ein bisschen würzig. Würzig auf jeden Fall. Süß. Das schmeckt gut. Das gefällt mir. Aber Orange, also schmeckt gut, ohne Frage. Also das ist genau das, was ich jetzt trinken würde. Da ist auch Karamell mit drin. Und hat eben die Zitronensäure, aber und hat natürlich Ingwer-Aromen. Und natürlich Aromen. Aber Spiced Orange. Wasser, Zucker, Kohlensäure, Karamell, Säurungsmittel, Zitronensäure, natürliche Ingwer-Aromas mit anderen natürlichen Aromen. Steht aber nichts von Orange drauf. Oder ist die Flasche orange deswegen? Nichts Genaues weiß man nicht. Stellen wir es mal nach da. Oh, sieht das versoffen aus. Was haben wir hier? Indie. Indie & Co. Strawberry Tonic. Jetzt bin ich ja gespannt. Gut, nächstes Mal brauche ich einen neuen Flaschenöffner. Strawberry. Süß auf jeden Fall. Erdbeere. Schmeckt jetzt nicht wie so ein richtiges Erdbeergetränk. Das sondern eher so auch so ein bisschen wieder in die Kaugummi-Kaubonbon-Richtung irgendwie. Aber halt nur leicht. Aber das geht auch.
So. Und die letzte Buddel. Sind wir da schon beim letzten? Dann haben wir da noch einen dritten Boden drin. Nee, das scheint das letzte zu sein. Ja. Schwepps Tonic Water Pink Pepper. Jetzt bin ich ja gespannt. Das habe ich schon mal gesagt heute, würde ich behaupten, aber... Gut, das sieht ein bisschen komisch aus hier, die Flasche. Da ist irgendwie schon Rost dran. Ich würde sagen, wir kippen das hier mal da rein. Ich das mal so weghole hier. Das ist wieder so ein Herbatonic. Aber Pfeffer, pinker Pfeffer. Was auch immer die sich da ausspinnen, was da drin sein soll. Steht auch nicht mal drauf. Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, natürlich Aromen, Aroma, Chinin. Wow. Da könnt ihr ja schwarze Erdbeere draufschreiben und das schmeckt wahrscheinlich genauso. Neuer Schwepps, ihr werdet schon wissen, was ihr macht. So, na gut, den Humpen hauen wir noch weg. Oh, 30 Minuten kontinuierlich durchgesoffen. Na, zum Glück kein Alkohol. So, und das waren wieder außergewöhnliche Köstlichkeiten aus. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen, die Dinger. Besonders in Erinnerung bleibt mir dann hier der Zitronenkaffee. Teilweise sehr, sehr speziell. Trinkt man auch nicht oft und nicht jeden Tag. Also ich meine, Tonic trinkt man mal, wenn man mal Appetit drauf hat. Aber so viele Geschmacksrichtungen und dann schmeckt es dann doch teilweise irgendwie immer gleich. Oder es wird nicht immer beschrieben, was wirklich drin ist. Ist schon ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich kann man das mal machen. Muss man natürlich nicht. Und ich glaube, wir lassen das Ganze jetzt auch erstmal so stehen, wie es ist. Ich packe das gleich wieder ein und dann dürfen die anderen sich drüben auch noch drauf freuen, was hier so Schönes zu trinken gibt. Obwohl Tonic trinken die wenigsten, glaube ich. Da ist eindeutig zu viel Kohlensäure drin. So, Herr Bodo, wir machen aus. Dann danke fürs Zugucken. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss, euer Ronny.